Den Luftdruck hatte ich ja schon gesprochen, auch wie der von der Höhe über der Erdoberfläche abhängt. Aber auch mal für die Mediziner noch ein paar Worte dazu. Um die Einheiten und Maßzahlen, diese verrückten mal 760 mm Quecksilbersäure und so weiter und so fort, um das alles mal zu verstehen, müssen wir ein kleines bisschen in die Geschichte gehen. Beispiel: Otto von Guericke mit seinen Magdeburger Halbkugeln. Ich habe ja mal in Anführungsstrichen 8 PS auf jeder Seite hingeschrieben. Der hat einen Versuch gemacht, indem er mit einer lumpigen, also mit zwei lumpigen Halbkugeln von runden 40 Zentimeter Durchmessern, die entleert wurden, wo also fast keine Luft mehr drin war, nachgewiesen hatte, dass irgendwas von außen drücken muss, sodass die beiden Kugeln sich nicht von jeweils 8 Herden auf jeder Seite auseinanderziehen ließen. Das ist die eine Sache, aber was das für gewaltige Kräfte sind, beweist, wie heute das im Bremskraftverstärker angewendet wird. Da haben wir auch bloß eine Dose, die ist gar nicht mal so groß. Und der Luftdruck hilft uns beim Bremsen. Aber dazu lässt sich so viel im Netz finden und so weiter, das ist jetzt auch nicht das Problem. Wir müssen, um die ganze Sache wirklich noch besser zu verstehen, auch wissen, dass, wir wissen ja alle, dass wir eine Erdatmosphäre haben, dass die Atmosphäre eine Masse von rund 5 mal 10 hoch 18 Kilogramm hat. Das ist extrem viel. Wenn man andererseits die Erdoberfläche nimmt, die rund 5 mal 10 hoch 14 Quadratmeter sind, und das beides ins Verhältnis setzt, dann kann man sagen, auf jedem Quadratmeter Erdoberfläche, auf jedem einzelnen lumpigen Quadratmeter, lastet eine Masse von 10.000 Kilogramm Luft, also über uns. Über jedem Quadratmeter da lastet, wenn man sich die Erdatmosphäre praktisch in lauter Säulen vorstellt, dann lastet eine Luftsäule von einer Masse von 10.000 oder 10 hoch 4 Kilogramm. Das ist die eine Sache. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr in die Geschichte gehen, aber wir gehen mal in die Geschichte von typischen Schulversuchen oder was man auch von zu Hause kennt. Beispiel: Ich nehme eine Tasse oder ein Glas, besser gesagt, damit ich das besser sehe, halte sie ganz einfach unter Wasser, fülle die mit Wasser und kann sie dann umdrehen. Und solange noch der Rand der Tasse oder des Glases unter der Wasseroberfläche dieses Wasserbassins ist, bleibt das Wasser da drin. Warum? Es drückt was. Naja, der Luftdruck. Das mal von der Seite gesehen. Okay. Torricelli, Evangelisto Torricelli, hatte auch einen Versuch gemacht, und zwar, er hat eine riesenlange Glasröhre, das sind 1600 und, herstellen lassen, die unter Wasser getaucht. Auf der einen Seite war die geschlossen, im Prinzip der gleiche Versuch, bloß eben mit 10 Meter langem Glasgefäß, und hat das gleiche gemacht. Und siehe da, hier oben entstand vielleicht ja ein kleines Vakuum, mehr nicht. Und die Gesamthöhe waren 10 Meter. Er konnte das mit dicken, aber auch mit dünnen Rohren nachweisen. Und hat sich dann gesagt: Mensch, Wasser, das ist ja gar nicht so schwer, hat er damals. Das Wort Dichte, glaube ich, wurde noch nicht eingeführt. Wir wissen heute, dass Wasser eine wesentlich geringere Dichte als Quecksilber hatte. Und dann hat er den Versuch mit Quecksilber vollführt. Das sind 13,5 Kilogramm pro Kubikdezimeter, also pro Liter Quecksilber. Und auch da stellte sich ein kleines Vakuum ein. Und die Quecksilbersäule hat ihn aber in eine Lage versetzt, mit nur 760 mm hohen Glasgefäßen zu arbeiten. Trotzdem dieses unter Wasser, also unter Quecksilbertunken, das war alles ein bisschen umständlich. Ja, und jetzt wissen wir, Boyle-Mariotte-Gesetz. Boyle, dieser Physiker, der hat gesagt: Machen wir es da einfacher, was soll das? Wir biegen einfach das Ding hier unten um und lassen hier ein bisschen Quecksilber in dem U-förmigen Rohr. Hier oben ist weiterhin geschlossen, in dem U-förmigen Rohr hier oben aufsteigen. Dann fließt uns ein Strauß, und wenn wir dann hier noch einen Hahn anbringen, sodass wir das Ding auch mal dicht machen können, dann können wir das ganze Gerät auch mal transportieren. Was natürlich mit dem Ding immer sehr umständlich war. Erst befüllen und so weiter und so fort. Und auch bei diesem Ding stellt sich natürlich hier oben ein kleines Vakuum ein, denn die Quecksilbersäule zieht ja nach unten, die will ja wieder raus, die ist ja sauschwer. Schwer immer in Anführungsstrichen, ne? Also schwer heißt in diesem Fall bezogen auf die Gewichtskraft, es hat ja eine hohe Masse. Und schon müsste man eigentlich, wenn man sich die Zahl 760 mm anguckt und das Wort Torricelli auf Tor abkürzt,
Dann müsste was klar werden und dazu komme ich jetzt, um die Einheiten besser zu verstehen. Wir fangen mal links oben an. Daraus folgen also die Einheiten von alt bis nach neu. Neu habe ich dann entsprechend so hell türkis unterstrichen. 760 mm Hg, Hydrogyros, glaube ich, Hydrogyrum, Quecksilbersäule zu Ehren des großen Torricelli waren 760 Torr. Gebraucht man heute noch. Wenn der Arzt mit dem Blutdruckmessgerät arbeitet, und das lief bis in die letzten Jahre immer noch mit so einem Quecksilbermanometer, wie ich es eben schon gezeigt habe, dann wurden da entsprechende Differenzdrücke alle in Millimeter Quecksilbersäule ausgegeben. Man kann es auch mit Millimeter Wassersäule machen. Und zwar entsprechend 10 Meter Wassersäule, einem Bar. Oder wenn ich 10 Meter durch 1000 teile, komme ich auf 1 Zentimeter. 1 Zentimeter Wassersäule und ein Bar durch 1000 sind ein Millibar. Millimeter, Millibar, Millifarad, Millivolt, Milliampere und so weiter. Ist immer das gleiche Prinzip. Vielleicht werde ich auch hier wieder solche Links einfügen, sodass ihr notfalls darauf sofort mal zugreifen könnt. Ansonsten sucht in meinem Kanal, habe ich ausreichend drüber gesprochen. Anders gesagt, eine Atmosphäre ist auch eine typische Einheit gewesen. Oder auch eine Atmosphäre Überdruck. Zum Beispiel, wenn ein Reifen mit 3,1 Atü Atmosphäre Überdruck gefüllt war, dann war der echte Druck eigentlich 3,1 plus die eine Atmosphäre, die wir ja schon haben. Und dann sind das 4,1 Atmosphären. Absoluter Druck. Da schreibt man dann einfach ein A hinter. Gut, das wäre zum Beispiel bei den Reifenfüllungen oder überhaupt in der Technik wird das gerne gebraucht. Atü. Man sagt einfach den Normaldruck, den wir schon haben und wie viel mehr ist es. Oder die Amerikaner machen es noch gerne. Da entspricht ein Bar 14,5 PSI, sagt man. Und Pounds, das andere P wird weggelassen. Das schreibt man hier nicht mit rein, nicht PPSI, sondern PSI, PSI, Pounds per Square Inch. Ach, furchtbar, also Pfund pro und dann Quadratfuß. Ach, hör auf. Zoll, Zoll, Entschuldigung. Das entspricht einem Bar. Ich mag diese Einheiten überhaupt nicht. Naja, ist eine andere Sache. Man sagt einfach, mal rund 15. Dann, wenn ich ein Bar habe, mal ungefähr 15, damit man sich das nicht merken muss. Unwichtig. Die ganze Geschichte hat sich so um die Anfang 80er Jahre abgelöst. Es wurden dann irgendwann, weil man ja die SI-Einheiten eingeführt hatte, gesagt, okay, das ist ja alles in Ordnung hier. Das bezieht sich auf den sogenannten Normaldruck. Das heißt, der Druck, der durch die Atmosphäre schon da ist. Und wir hören jetzt auf mit diesem ganzen Zirkus mal in Millimetern dieser Säule oder was für eine Säule oder sonst was für eine Säule oder PSI. Furchtbar. Wir machen es so. Wir haben ja festgelegt, ein Newton pro Quadratmeter ist ein Pascal. Jetzt ist allerdings ein Newton pro Quadratmeter. Wir erinnern uns, es lastete eine Säule, Luftsäule hier. Daher kommt das auch. Es lastet ja eine gewisse Luftsäule auf uns. Und das sind lustigerweise 100.000 Pascal. 100, diese 100, die kürzt man gerne als Hektar ab, deswegen kommen ein Bar ist 1000 Hektopascal. Lasst uns bloß noch mit Hektopascal arbeiten, selten mal mit Pascal, wenn wir wirklich sehr geringe Drücke haben, ne? Aber der normale Luftdruck, also den wir haben, beträgt rund 1000 Hektopascal. Ganz genau ist aber die Atmosphäre angegeben. Und jetzt kommen wir wieder mit dem Thema Erdbeschleunigung und so weiter zusammen. Wenn wir also richtig rechnen wollten, ist es 1013,25 Hektopascal. Das entspricht einem Normaldruck von einer Atmosphäre. Gibt es auch noch einen Standard bei 15 Grad Celsius und das auf normal 0. Aber ich gucke mal hier dann wieder auf den Link. Ich gehe nochmal auf die Höhenabhängigkeit des Luftdrucks ein und wie interessant es ist, dass man sogar Wasser bei 20 Grad Celsius kochen kann. Oder dass Bergsteiger ein Problem bei 5000 Metern haben, weil mit 78 Grad Celsius das Wasser schon kocht, aber nichts richtig gar wird, na und so weiter. Rede ich darüber. Nochmal zurück zu unseren 1013,25 Hektopascal, was also einer Norm, dem Standarddruck, sagt man auch, einem Normaldruck entspricht. Oder eine Atmosphäre, umgekehrt gesagt, sind 98 1066, also 98.000 rund Pascal. Ach, was denn nun? Das oder das? Umgedreht, ne? Nee. Oder wie? Nee. Da müssen wir ganz einfach dann nochmal nachgucken.
Das ist auch im Prinzip gar nicht so schwer. Denn ich habe euch jetzt im Moment was unterschlagen. Das soll auch zum Nachdenken anregen. Achtung, das wäre die Atmosphäre. Und zwar bei Normaldruck. Deswegen habe ich das rot gemacht. Das ist also hier der Normaldruck, ne? Das heißt, wie wir, was ich eben beschrieben habe. Das Wetter bezieht sich auch gerne darauf. Und das wäre das, naja, was eigentlich der echten eine Atmosphäre, also ungefähr einem Bar entspricht. Unwichtig, hängt euch nicht dran auf, nehmt am besten Hektopascal bzw. Pascal oder Newton pro Quadratmeter, dann liegt ihr auf jeden Fall richtig. Ich hoffe, dass ich jetzt das Verständnis grundsätzlich nochmal etwas erweitert habe. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.